sind sie nicht. Ihr seid ein Lügner. Sie sind nahezu restlos fort. Verderbt oder dergleichen. Beim Erbauer. Und wer beschützt uns jetzt? Die Inquisition natürlich. Na bitte. Ihr hattet doch gehofft, der Inquisitor. Selene bedeutet ja Stabilität und ein Spiel, das wir kennen. Aber Gaspard ist der richtige Anführer für unsichere Zeiten. Wisst ihr, wo sich dieser Adlige mit uns treffen will? Ja. Comte Boisvert hat uns auf sein Anwesen eingeladen. Es liegt ganz in der Nähe. Ich bete, dass er den Tod meiner Boten wie versprochen aufklären kann. Geht voran. Willkommen, meine Freunde. Danke, dass ihr uns empfangt, Comte Boisvert. Die Ehre ist ganz meinerseits. Bitte setzt euch. Es ist mir eine Ehre, zwei derart erlesenen Gästen behilflich zu sein. Wir wissen eure Hilfe zu schätzen, Comte. Der Tod von Lady Montiers Bediensteten muss euch schwer belasten. Habt ihr schon mal vom Haus der Ruhe gehört? Ihr meint den Assassinenbund? Meine Kontakte haben in ihren Archiven die Abschrift eines Dokumentes sichergestellt. Einen Mordauftrag gegen euch. Das Haus der Ruhe ist hiermit darauf eingeschworen, jeden zu beseitigen, der versucht, das Handelsverbot der Montiers in Orlais aufzuheben. Sie sind nicht nur hinter euren Booten her, Josephine. Sie haben es auch auf euch abgesehen. Ja, ich fürchte, so ist es. Der Auftrag wurde von einer Adelsfamilie unterzeichnet, den Duparaquets. Aber die Linie der Duparaquets als Adelsgeschlecht endete vor mehr als 60 Jahren. Das ist richtig. Der Auftrag allerdings wurde vor 109 Jahren unterzeichnet. Wie ist es möglich, dass eine Familie, die nicht mehr existiert, versucht, euch zu töten? Die Duparaquets waren unsere Kontrahenten. Sie haben die Montiers aus Val-Royaux vertrieben. Dieser Auftrag wurde vor über 100 Jahren erteilt. Aber er trat erst in Kraft, als ich versuchte, die Verbannung meiner Familie aufzuheben. So unerfreulich es auch sein mag, das Haus der Ruhe erfüllt lediglich seine Pflichten im Rahmen des Auftrages. Ich werde tun, was ich kann, um diesen Angriffen ein Ende zu machen, Josephine. Ich danke euch, Inquisitor. Und ich glaube, ich weiß auch, wie wir das erreichen können. Die Duparaquets haben noch immer Nachfahren im gemeinen Volk. Wenn wir sie in den Adelstand erheben, könnte ein Duparaquet den Mordauftrag gegen mich für nichtig erklären. Das wird jedoch Zeit erfordern, Lady Montiers. Zeit, in der das Haus der Ruhe verpflichtet sein wird, Jagd auf euch zu machen. Auch in diesem Moment? Ihr seid außerordentlich gut informiert. In eurer Nachricht an uns stand, ihr hättet allenfalls Gerüchte gehört. Verzeiht die kleine List. Dieser Mordauftrag gegen euch ist eine hässliche Angelegenheit, die das Haus der Ruhe zutiefst bedauert. Aber das hier ist Orlais. Selbst das Wort eines Assassinen ist hier bindend. Gehe ich recht in der Annahme, dass der echte Comte Boisvert einen tödlichen Unfall hatte? Comte Boisvert schlummert ganz in der Nähe friedlich in einem Schrank. Nichts weiter. Der Mordauftrag gegen Lady Montiers ist so ungewöhnlich, dass es ein Gebot der Höflichkeit war, es euch zu erklären. Habt Dank, Monsieur. Einen Duparaquet aufzusuchen, der unseren Auftrag für nichtig erklärt, ist eine interessante Idee. Ich wünsche euch viel Glück. Ich bin nicht hier, um Blut zu vergießen, Inquisitor. Nur um zu reden. Würdet ihr mich nun bitte vorbeilassen? Warum solltet ihr uns von eurem Auftrag erzählen und uns dann am Leben lassen? In Orlais ist es ein Gebot der Höflichkeit, die von einem Auftrag betroffenen Personen zu informieren, falls außergewöhnliche Umstände auftreten.
Und es würde dem Ruf der Gilde schaden, wenn ihr den Auftrag nicht ausführt. Das verstehe ich. Ich danke euch, meine Dame. Wollen wir dieses Treffen nun durch meinen Aufbruch beschließen? Gut, verschwindet. Einen guten Tag noch, euer Gnaden. Meine Dame, ich bete, dass wir uns niemals wieder begegnen. Nun ja, ich hätte nicht gedacht, dass unser Treffen so enden würde. Wir werden uns mit diesen Assassinen befassen. Ich habe schon einige Ideen, aber lasst uns darüber lieber in der Himmelsfeste sprechen. Umgeben von Burgmauern würde ich mich sicherer fühlen. Hört ihr das auch? Meine Güte, kommt Boisvert, seid ihr das? Das Schloss wurde beschädigt. Wir brauchen eine Säge. Ich wusste, dass der Schrank wirklich wertvoll ist, kommt, aber ihr wollt doch sicherlich... Sollen wir lieber ein Schlosser rufen? Wie ihr wünscht. Es tut mir leid, Inquisitor. Ich hätte nie gedacht, dass uns der Handelsstatus meiner Familie zum Ziel eines Meuchelmörders machen würde. Die Himmelsfeste mit all unseren Soldaten und Spionen ist der sicherste Ort in ganz Thedas. Ja, nur leider ändert das nichts an unserem Problem. Ich habe die letzten Duparakets aufgespürt. Wenn sie in den Adelstand erhoben werden, können sie den Mordauftrag gegen mich für nichtig erklären. Wir brauchen einen Adligen aus Valroyo, der sie unterstützt. Einen Richter, der die Dokumente aufsetzt und einen Minister, der sie bestätigt. Das ist typisch für euch. Selbst wenn euer Leben auf dem Spiel steht, wählt ihr die langwierigste Vorgehensweise. Ich nehme an, ihr wisst bereits alles über diesen Schlamassel. Es gibt einen schnelleren Weg, Josephine. Das Original des Mordauftrags gegen euch liegt in der Schatzkammer des Hauses der Ruhe. Wenn sich meine Spione dort einschleichen und den Auftrag vernichten, haben die Assassinen keinerlei Verpflichtung mehr, euch zu jagen. Liliana, bitte. Ich will nicht, dass wegen einer persönlichen Angelegenheit noch mehr Blut vergossen wird. Seid nicht so starkköpfig, Josie. Wie lange wird es wohl dauern, bis euch diese Gefälligkeiten in Valroyo gewährt werden? Wenn die Vernichtung des Mordauftrages die Gilde zufriedenstellt, sollten wir es tun. Aber ich bin mir sicher, dass mein Plan funktioniert, Inquisitor. Ich werde euch auf jeden Fall weitere Wachen zuteilen. Das Haus der Ruhe wird nicht lange untätig bleiben. Das weiß ich zu schätzen, aber ich bin weiterhin davon überzeugt, dass die Erhebung der Duparakets in den Adelstand dieses Problem lösen wird. Wir müssen in Valroyo zunächst einige Gefälligkeiten erweisen. Und ich würde gerne mit euch besprechen, wo wir anfangen könnten. Neue Berichte. Euer Gnaden.
roten Templer haben sich hier eingegraben. Dann graben wir sie mal aus. So viele Templer sind dieser Verderbtheit zum Opfer gefallen. Es wird schwierig sein, den Orden wieder aufzubauen.
Vorherrschaft der Templer hier gebrochen. Von hier hat man ungehinderten Zugang zum Wachenmeer. Wer weiß, was sie noch alles erreicht hätten, wenn wir sie nicht vertrieben hätten. Noch mehr Wasser, aber oh, ich wette, da ist nichts. Wir den Drachen. Versuch lieber, ihn nicht auf uns aufmerksam zu machen, mein Lieber. Tut mir leid, my lady.
glaube, ich verstehe jetzt, wie ihr kämpft, Sarah. Schön für euch. Ihr mögt es nicht wirklich, darüber nachzudenken, dass ihr andere verletzt, oder? Darüber,